Mundhöhlenkrebs zählt zu den häufigsten Karzinomen der Kopfhalsregion. Es ist eine schwerwiegende Erkrankung, die eine frühzeitige Diagnostik erfordert und eine zielgerichtete Therapie. Wir werden die Fragen klären, was ist die Mundhöhle und welche Areale können beim Mundhöhlenkarzinom befallen sein? Welche Beschwerden macht es? Wie wird ein Mundhöhlenkarzinom diagnostiziert und wie wird es therapiert? Mundkrebs oder genauer gesagt das Mundhöhlenkarzinom zählt zu den häufigsten bösartigen Erkrankungen der Kopfhalsregion. In den meisten Fällen handelt es sich um ein Plattenepithelkarzinom, das heißt einen bösartigen Tumor, der von der Schleimhaut ausgeht. Die Mundhöhle umfasst die inneren Anteile der Lippen, der Wangen, das Zahnfleisch, die Zunge selbst und den Mundboden sowie den harten Gaumen. Zum Rachen oder Oropharynx gehören hingegen der weiche Gaumen mit dem Zäpfchen, die Gaumenmandeln, aber auch die Basis der Zunge. Mundhöhlenkarzinome entstehen in aller Regel durch den übermäßigen Genuss von Alkohol und Nikotin. Insbesondere die Kombination beider führt zu einem deutlich erhöhten Risiko. Andere Faktoren wie eine schlechte Mundhygiene, der Mangel an Nährstoffen oder Viren konnten nicht zweifelsfrei mit der Entstehung der Erkrankung in Zusammenhang gebracht werden. Ein kleiner Teil unserer Patienten ist auffällig jung, hat nicht geraucht, nicht getrunken. In aller Regel bleibt die Ursache für die Entstehung des Mundhöhlenkarzinoms bei diesen Patienten unklar. Mundhöhlenkarzinome machen keine typischen Beschwerden. Die meisten Patienten beklagen ein mehr oder minder schmerzhaftes Geschwür der Mundhöhle. Andere wiederum beklagen einen sicht- oder tastbaren Knoten am äußeren Hals, also bereits die örtliche Metastasierung. Und wieder andere bemerken den Tumor gar nicht, sondern werden vom Zahnarzt geschickt. Die Diagnostik ist zunächst die klinische Untersuchung bei den Kolleginnen und Kollegen der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde und Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie. Wurde der Tumor durch eine Gewebeprobe bestätigt, folgt die Ultraschalldiagnostik der Kopf-Hals-Region, aber auch die CT- und Kernspinnendiagnostik, um Metastasen auszuschließen. Der Goldstandard in der Therapie des Mundhöhlenkarzinoms ist die Operation. Das heißt die Entfernung des Lokalbefundes in der Mundhöhle als auch angrenzender Lymphknoten. In modernen Tumorzentren wird das gesamte Spektrum der chirurgischen Therapie angeboten und das umfasst die reine Resektion bis hin zur Organrekonstruktion von Zunge, Mundboden oder gar des Kiefers. Überschreitet der Tumor eine gewisse Größe oder kommt es zum Befall von Lymphknoten, wird eine unterstützende Strahlen- oder Strahlenchemotherapie empfohlen. Erst wenn der Befund nicht sinnvoll operabel ist oder der Patient gar eine Operation ablehnt, kommt es zur primären, also reinen Radio- und Radiochemotherapie. In beiden Fällen wird ein heilendes Konzept angestrebt. Dieses Kernspintomogramm zeigt einen typischen Querschnitt durch den menschlichen Hals. Sie sehen den Kieferwinkel auf beiden Seiten, bogenförmig die Unterkieferschneidezähne und im vorderen Zentrum des Bildes die Zunge. Im rechten Bild, das entspricht der linken Patientenseite, sehen Sie ein typisches Mundhöhlenkarzinom in Form eines Zungenrandkarzinoms. Sie sehen auch die typische Grenze zum Rachen, zum Oropharynx, V-förmig hier der Zungengrund, das Zäpfchen und die Gaumenmandeln, die bereits Teil des Rachens sind. Das Mundhöhlenkarzinom zählt zu den häufigsten Karzinomen der Kopf-Hals-Region und wird allen voran durch den übermäßigen Genuss von Alkohol und Nikotin hervorgerufen. Es gibt keine typischen Beschwerden, wenngleich das Gros der Patienten ein mehr oder minder schmerzhaftes Geschwür der Mundhöhle beklagt. Die frühe Diagnostik ist wichtig, um eine zielgenaue Therapie einzuleiten, die in aller Regel aus der Operation besteht, ergänzt häufig durch die unterstützende Strahlen- und Strahlenchemotherapie. Im überragenden Teil der Fälle wird eine heilende Therapie angestrebt.